Okay, dann kommt zu euren Sinnen. Mit dem Schütteln auf der Stelle. Zum Beispiel, also das Schütteln auf der Stelle ist echt gut. Füße gleichmäßig belasten, auch die Aufmerksamkeit langsam schulen. Also es geht wirklich um so eine Intention, die man beibehält, nicht um irgendwelche fertigen Formen. Dieses Umdrehen der Erwartungshaltung von außen, ich kriege Informationen, klar kriegt ihr jetzt, ne? Aber die Anfangssequenz, die hat man relativ schnell ja verstanden, falscher Begriff dafür, aber ihr wisst ungefähr, was es sein soll. Also schütteln, gleichmäßige Belastung in den Fußsohlen vom Eigengewicht, schon dabei ein bisschen ausbalancieren, oben, Mitte, unten, Knie, Fußsohlen, dass ihr so ein Lot findet. Ihr könnt trotzdem ein bisschen spielen. Ne? Und wenn ihr mehr sensualen Input braucht, dann schüttelt. Ne? Halt so, dass ihr was merkt. Ne? Das Impuls kommt aus den Waden, schon die Knie sollten locker sein. Ja, weil auch da sind manchmal Anspannungen drin und darin werden wir besser. Das ist Körperwahrnehmung als endloses Lernziel. Und lockern, lockern, feststellen, na, wie ist mein inneres Wetter? Vom Geiste, von der Seele, vom Gefühlshaushalt und von den Körperempfindungen. Das gehört zusammen. Dieses Schütteln ist einmal, um die Inputs zu kriegen und auch festzustellen, ist irgendwo was verspannt, muss ich heute mehr drauf achten als sonst. Oder stelle ich jetzt, weil es neu für mich ist, irgendwas fest, womit ich zum Arzt oder Therapeuten muss. Das ist völlig legitim. Ja? Es wäre sogar ein gutes Ergebnis, ja? Endlich mal zu sich zu kommen, sich Zeit für sich selber zu geben. Okay, ein bisschen steif bei mir. Auch die Finger. Also bei euch kann das heftiger aussehen. Soll es auch. Und trotzdem nochmal machen. Also das nehme ich in letzter Zeit weniger, aber man kann auch so Spaghetti-Arme machen. Ne? Also die wirklich fallen lassen, gucken, ob da Verspannung drin ist. Und dann während des Fallens mit dem ganzen Körper nach unten gehen, den Rückschwung zum Aufrichten nehmen. Das ist halt noch grober, ja? Aber man kann die Schütteln auch ziemlich heftig machen, da müsst ihr aber nur darauf achten, dass die Füße kleben bleiben, also nicht abheben. Aber ich weiß ungefähr, womit ich heute umgehen muss. Und dann gehen wir zum Qi-Wecken über. Ich mache das trotzdem von der Seite, aber nicht so viel erzählen. Ihr könnt es nachgucken. Also wirklich einatmen, nach oben die Intention, aber locker. Und ausatmen, flexibel, stabil. Und entspannen beim Einatmen, entspannen beim Ausatmen. Der ganze Körper ist daran beteiligt. Immer weiter loslassen, ne? Body Scan. Ich benutze die Daumen zum Beispiel manchmal, um zu gucken, dass die Hände hier beim Runtergehen ungefähr gleich auseinander sind.
Aber ich lasse das dann auch relativ schnell wieder sein. Aber ihr könnt das eine Zeit lang, also eine Zeit lang, wochenlang machen, ja, um einfach zu sehen, bin ich hier gleichmäßig. Ist wirklich entspannen beim Ausrichten, könnt ihr freier atmen. Und entspannen beim stabiler, aber elastischen Stehen. Also das ist nicht nur Handgelenke rauf runter, sondern die beschreiben wirklich einen Kreis, einen ganzen, die Schultern bleiben immer locker. Nur so ein Steigen und Sinken, ein Ausdehnen und wieder ankommen. Und 1 Uhr, hallo für die, die jetzt dabei sind. Einfach mitmachen. Körperwahrnehmung und Entspannung, das ist das Thema. Das ist das, worin wir besser werden. Alles andere sind Nebeneffekte. Wir lernen so ein bisschen ein paar Formen und so, aber auch in Richtung Gesundheit, ist klar. Aber es ist eine Gesamtgesundheit, also körperlich, geistig, gefühlsmäßig. Selbst das Wort in Harmonie oder dieser Ausdruck in Harmonie bringen führt bei manchen ja schon zu geistigem Tumult. Harmonie ist nicht gut und so. Ja. Also deswegen finde ich Meditation wichtig. Machen wir ja getrennt von diesen Sessions auch. Aber eher in Richtung Selbsterkenntnis. Ne? Also, das ist wirklich das Thema. Jede Umdrehung ist neu. Jedes Einatmen. Und jedes Ausatmen. Ja, noch. Also überlegt selber, mache ich das jetzt weiter oder mache ich gleich Baum stehen. Dann stehen wie ein Baum, aber das ist das, was wir eben gemacht haben, ist trotzdem anwesend. Nur man sieht es jetzt nicht mehr so von außen. Also einatmen, frei von selber gestreckter Rücken, ausatmen. Bisschen mehr sitzen, Stabilität, aber elastisch. Also diese Bewegung geht weiter. Es ist also keine starre Sache, die man aushalten muss, sondern weiterhin entspannen. Vollständig atmen.
dieses Baumstehen ist wirklich netter draußen. Zumindest beim geöffneten Fenster oder auf dem Balkon. Mir schon für heute. Dann kommen wir zur Grundstellung. Mit der antwortlosen Frage, wie fühle ich mich jetzt? Weil das Gefühl ist die Antwort. Das ist das, was wir lernen, Körpergefühl. Also keine Story, noch nicht mal ein Wort. Wunderbar, danke für diesen ersten Abschnitt, für die Anfangssequenz.